Eintracht Norderstedt konnte zuletzt im Pokal beim 7:0 über Elmshorn endlich wieder einen Sieg feiern. In den letzten 4 Ligaspielen setzte es 3 Niederlagen und ein Unentschieden. Für den einen Punkt gegen Weiche Flensburg sorgte Eintrachts Nummer 17 Felix Drinkhut. Er erzielte damals den 2:2-Ausgleich. 6 Tore, eine Vorlage, so liest sich die Statistik des 23-Jährigen. Ein Sieg für die in Rot spielenden Norderstedter und man zieht vorbei am Gast aus Jeddelo, der mit 14 Zählern momentan auf Platz 11 in der Tabelle rangiert und den besseren Start erwischt, Gavilu. Der Deutsch-Iraner kam im Sommer von Magdeburgs U19. Erstes Offensivzeichen von Norderstedt über Drinkhut und Veselinovic. Will mit dem linken Außenriss finalisieren, mit der rechten Innenseite hieße es jetzt wohl 1:0. Eckball Norderstedt und jetzt mal genau hinschauen. Kopfball Drinkhut, Maas pariert und Koffi drückt die Kugel über die Linie. Aber Schiedsrichterin Susanne Kunkel entscheidet auf Freistoß für Jeddelo und deutet an, die Hand von Keeper Maas war fest auf dem Ball, bevor Koffi selbigen ins Tor schießt. Und das ist eine klare Fehlentscheidung. Maas reagiert stark, aber hat zu keinem Zeitpunkt den Ball unter Kontrolle. Tor hätte zählen müssen. Chancen auf beiden Seiten. Lindemann macht's direkt, aber Nürnberger im Eintrachtkasten. Bei seinem ersten Regionalliga-Einsatz für Norderstedt voll da, vertritt den verletzten Stammtorwart Johannes Höcker. Bisschen Glück war auch dabei, der Freistoß von Lindemann rutscht sogar noch an den Pfosten. Freistöße bei Norderstedt, eine Sache für Taifun Chan. Neuzugang von Vorjahresmeister Weiche Flensburg. Norderstedt fehlen mit Philipp Koch, Yannick Mohr und Jan Nowotny. Wichtige Defensivstützen. Umso wichtiger, dass Nürnberger über sich hinauswächst. War erst auf dem Weg nach draußen und dann macht er sich ganz lang. Nick Nürnberger, drittes Regionalligaspiel überhaupt bei seinen ersten beiden Spielen, trug er noch das Trikot vom VfL Wolfsburg und er steht unter Dauerbeschuss. Nächste Riesenparade des 21-Jährigen hält das 0:0 zur Pause. Zweiter Durchgang, Norderstedt, noch ohne Sieg gegen Jeddelo. Ein Unentschieden, eine Niederlage in 2 Aufeinandertreffen. Rico Borg versucht's aus 20 Metern. Veselinovic verpasst den Abpraller. Weiter keine Tore, aber Norderstedt ist gewillt. Topscorer Felix Drinkhut. Anfasst der Hälfte der 18 Saisontreffer der Eintracht war Drinkhut direkt beteiligt. 60. Minute. 2 der 6 Heimspiele konnte Norderstedt gewinnen. Eine Statistik, die Luft nach oben lässt. Veselinovic. Das ist alles nicht zwingend, aber Jeddelo bekommt den Ball nicht weg. Brisewatsch und von Knebel setzen nach und Veselinovic sagt Danke. Das erlösende 1:0. 6. Saisontor für Senisa Veselinovic. Schließt zu Drinkhut auf und macht sich ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Wird morgen 28. Die Garstedter mittlerweile auf Platz 15 abgerutscht. Ein Sieg wäre wichtig für die Hausherren. Nick Brisewatsch verfehlt um Zentimeter das 2:0. Jeddelo macht ein richtig starkes Auswärtsspiel und Norderstedt kann sich ein ums andere Mal bei Keeper Nürnberger bedanken, dass hinten weiterhin die 0 steht. Und vorn ruhen die Hoffnungen auf einzelnen Brisewatsch, Veselinovic, Drinkhut. Wenn sie nicht funktionieren, dann wird es schwierig für die Eintracht. Wieder der Gast aus Jeddelo mit Kevin Oltmar. Aber dieser Nürnberger steht wie eine Betonwand vor seinem Kasten beim Debüt. Der Mann des Spiels, Jeddelo, verzweifelt an Norderstedts Schlussmann. 5 Minuten später, Lindemann. Der hat einen starken Linken, aber auch das Geschoss von ihm kann Nürnberger entschärfen. 410 Zuschauer im Edmund-Planbeck-Stadion kommen voll auf ihre Kosten. Selten, dass es so hin und her geht. Selten, dass solche Chancen ausgelassen werden. Vico Main will es zu genau machen. Die Gegenwehr vom SSV Jeddelo nahm im Laufe dieser zweiten Halbzeit ab. Die Führung vom FCE mittlerweile völlig verdient. Nochmal Drinkhut hätte seine Statistik heute um das ein oder andere Tor aufputschen können. Nochmal Norderstedt, der eingewechselte Jan Lüneburg. Ein Strich von Eintrachts Nummer 9, aber auch er trifft nicht und so bleibt bis zum Schluss eng. Nachspielzeit, Freistoß, Jeddelo, Torhüter Maas mit vorn dabei, aber dann ist Schluss. Ein hartes Stück Arbeit für Eintracht Norderstedt. Der Dank gilt vor allem Nick Nürnberger. Der FCE kann den Sieg im Pokal in der Liga bestätigen und veredeln.
macht einen Sprung aus dem Tabellenkeller vorbei am SSV Jeddelo und steht nun mit 16 Punkten auf Platz 11.